So, Hallöchen. Also, jetzt geht's um den C64 direkt, C128 direkt. Diskettenlaufwerk ist noch nicht drin. Ich hoffe, das geht auch ohne. Letztes Mal habe ich erstmal wieder eingebaut, geguckt, dass ich hier ein bisschen was sauber machen kann. Das ist aber sehr hartnäckig. Ich glaube, ich muss die ausbauen und wirklich mal unter Wasser sauber machen. Ist nicht schön, aber geht nicht anders. Alles, was gesockelt ist, kann ich ja rausnehmen und nachher wieder reinsetzen. Ich habe hier geguckt, zwischen 12 Volt habe ich kann ich nichts messen. Zwischen Ground und 5 Volt allerdings habe ich 180 Ohm und leicht steigend. Ich schätze mal, das werden hier Kondensatoren sein und weiter. Hier ist ein Tantal, den habe ich gemessen, der ist irgendwo im Mega-Ohm-Bereich. Ich versuche jetzt mein Glück, ich stecke da den Strom ran, ich mache einen Videoport ran und es müsste so passen, eins, ja, Ground, ist klar, ja, und werde dann mal schauen. Der hat auch nochmal 5 Volt, ja, das passt auch mit 5 Volt. Ich werde mich gleich mal melden, wenn ich ein Bild haben sollte. Ich muss das hier erstmal alles anschließen und dann gucke ich mal. LED habe ich auch dran. Ich schalte ihn mit euch zusammen ein. Das ist nicht so das Problem. Hier ist ja auch noch eine LED. Naja, gut. Mal schauen. Bis gleich. So, da ist der Monitor. Ist noch nichts. Ist auch noch nicht eingeschalten. Ich schalte ihn jetzt ein. Ich hoffe, es knallt nirgends was. Ne? Power. Moment. Die LED da leuchtet. Da hat was geflackert. Aber ich habe kein Signal. Der brummt sehr doll. Mal gucken, ob wir das hier mit der LED hinkriegen. Ich glaube, der möchte eine Diskette haben. Oder das ist zumindest das Laufwerk. Video. Kommt nichts. Also es kommt nichts auf dem Bildschirm. Irgendwas ungewöhnlich warm. Ich merke nichts. Ich merke nichts, dass da auch was ungewöhnlich warm wird. Ich guck noch mal wegen dem Videosignal, was, wie es, wie, ja, warte mal, das könnte ich glaube ich auch hören, ob Videosignal kommt oder nicht. Moment. Also. Ich habe jetzt mein Komposit zu HD dran, ne? Kriege ich ein Bild. Jetzt weiß ich nicht, ist das PAL oder NTSC? PAL. Warum hat denn der Fernseher nicht gewollt? Da steht aber Commodore Basic Version 7. 122.365 Bytes free, 86, ready. Ich kann nichts tun, ich kann nichts machen. Ich kann nur versuchen, die C64-Tastatur da irgendwie ran zu adaptieren.
Damit sollten die grundlegenden Befehle hinhauen. Die extra Tasten, die die Tastatur hat, ja, kann ich dann noch nicht machen. Aber das könnte ich probieren. Und ob ich dann auch vom Pi 1541 aus irgendwelche Dateien gestartet kriege oder den Pfeilbrowser, kann ich ja auch ausprobieren. Also es steckt Leben drinne. Es wird auch nichts ungewöhnlich warm. Die Prozessoren, ja, die werden so ein bisschen warm. Der da hinten weiß ich nicht. Hier unter diesem Käfig, da müssten der SID und der WIC-Chip drinne sein. Meine ich, oder zumindest die beiden Videochips, der hat ja zwei Stück, den habe ich neue Wärmeleitpaste spendiert. Habe ich nicht gefilmt. Ich gucke mal, ob ich die Tastatur vom C64 adaptieren kann. Probieren kann ich es ja. Das ist jetzt hier nur so ein 25-poliger. Da müsste ich noch was da haben. Mal gucken. Vielleicht wird das ja was. So, da bin ich wieder nach ungefähr anderthalb, 2 Stunden. Ihr seht schon, hier liegt die C64-Tastatur. Da ist Kabel, Jumper-Wire da unten rein. Und was soll ich hier sagen? Da steht was mit Commodore 64 Basic. Ja, jetzt mache ich hier ein Reset. Dann bin ich wieder bei Commodore Basic. Und ich kann hier die Tasten drücken. Das funktioniert. Auch Return. Mach mal, oder geht es hier mit Shift, Graphic, Directory, Save, List, Run, Ready, ja, mach mal Reset, noch mal. Ich habe jetzt kein Laufwerk dran, List, Ready, Save, ja, Directory, Okay, aber wenn ich jetzt hier mal versuche, LOAD Shift Dings mit einer Hand ist blöd. 0,8. Searching for file not found error ready. Aha, das interne Laufwerk ist Nummer 8. Jetzt versuche ich mal, mein Raspberry Pi Gedönse dann wieder anzustecken und dann gucken wir mal, ob das trotzdem hinhaut. Also sehen wir uns gleich wieder. So, bin ich zurück. Jetzt versuchen wir das mal. Load. Komma 9. Hat er gemacht. Ich muss das jetzt erstmal so machen. Ready. Ran. Kling. Er hat sogar einen Ton rausgegeben. Jetzt ist er abgeschmiert jetzt. Ich starte mal kurz neu. Ich brauche ja 2 Hände, um das zu machen. Jetzt nochmal. Load, Dings, verkehrt. So, Komma, nee, Komma 9. Nee. List. So. Pfeilbrowser, LOAD. Ich bin jetzt im C64 Modus drinne. Geht. Mach mal andere Sachen. Versuch mal Prince of Persia.
Das ging an meinem nicht. Das müsste eine SID-Datei sein. Versuch mal die Loading. Ich weiß, das dauert jetzt eine ganze Weile wieder. Ja, ich kann ja nichts erkennen, ob da was leuchtet oder nicht. Ob da was geht. Nee, Drive geht so nicht vorne. Da hat er schon mal was geladen. Einer abgebrochen. Okay. Wie könnte ich das noch machen? Ich habe ja auch ein. Ich stelle mal den Raspi um auf C128. Bin gleich wieder da. So, bin ich wieder zurück. Jetzt habe ich das mal umgebaut. Nee, 9. Nee. List. Und zwar habe ich da das 1571 DOS bla bla oder. Nee, irgendwas haut hier nicht gerade nicht hin. Moment, irgendwas hat nicht geklappt. Ich melde mich gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Ihr seht schon, ich habe war schon ein bisschen. So, da ist das 1581 ROM DOS Glebler. Ach, ich weiß nicht, was er da jetzt gemacht hat. Aber ich habe hier den File Browser 128. Komma 9. Loading. An. Das ist irgendwie von der Helligkeit und Farbe her nicht so ganz passend. Mach mal andere Sachen. Mann, mach doch mal da Glücksrad. Glücksrad. Mach mal. Ich will mal gucken, ob das hinhaut. Break-in sowieso. Gut, er kann das nicht. Load? Fragezeichen. LOAD. Go. 64. Kann er auch nicht. Okay. Es soll auch gehen. Also ich habe jetzt keine 128er Sachen. Könnte ich gleich mal was raussuchen. Mit Go 64. Ja, bin ich mir sicher. Dann sollte er in den 64 Modus gehen. Das macht er. Komma 9. List. Tut mir leid, dass ihr das jetzt so sehen müsst. List. LOAD. Nee, falsche Richtung. Komma 9. Das muss ich da mal wegmachen. Searching for things, loading. Ready. Run. Andere Sachen. Ach, irgendwie. Glücksrad. Glücksrad. Der ist aber schon ein kleines bisschen schneller als. Ja. Der ist ein kleines bisschen schneller als das andere. Als der andere C64.
Bitte warten. Könnte ja so sein, dass es nicht läuft, weil so hatte ich Probleme, das zu starten. Nee, es dauert zu lange. Ich glaube, das dauert zu lange. Ich melde mich gleich, wenn es doch noch gestartet ist.